Was Sie hinter mir sehen, zeigt eigentlich schon den Hintergrund, warum wir überhaupt diese Sendung machen. Wir sind der Meinung, dass die Alarmglocken bereits schrillen. Hallo und herzlich willkommen zu Ökometrie, unserem neuen Magazin. Mit dieser Sendereihe versuchen wir, wirtschaftliche Problematiken offenzulegen. Problematiken, die auch viele Bürger betreffen. Wir versuchen, möglichst zielgerichtet Wahrheiten darzulegen und Dinge nachzustellen, die tatsächlich so passiert sind oder so passieren. Das Ziel unserer Sendung ist ein Mitdenken durch Sie, liebe Zuschauer, und vor allem auch durch die Politik. Bei uns geht es nicht um Rechthaberei oder Satire, sondern um ernsthafte Sachverhalte, die man so eigentlich nicht mehr hinnehmen sollte in einer sozialen Gesellschaft und sozialen Marktwirtschaft. Daher beschäftigen wir uns in unserer ersten Ausgabe mit einem Thema, was uns hier seit neuestem wieder beschäftigt. Ein bekannter Großinvestor aus Westdeutschland will nichts mehr in Chemnitz bauen lassen. Dieser hatte aber gerade auch dafür gesorgt, dass sich gewisse fragwürdige Betriebe bei uns überhaupt ansiedeln konnten. Es geht hierbei um Firmen, welche im Raum Chemnitz ansässig sind, aber deren Mutterkonzerne bzw. Niederlassungen sich auch in anderen Städten Deutschlands befinden und wo sich ähnliche Situationen tagtäglich abspielen. Sie können darauf wetten, dass im Schnitt jeder zweite Chemnitzer im Alter von 25 bis 30 Jahren schon einmal in einer oder mehrerer dieser Firmen gearbeitet hat. Erschreckend. Wir wollen deswegen vor diesen Firmen warnen, die wir aber aus verständlichen Gründen nicht namentlich nennen werden. Am Ende der Sendung lassen wir auch einige Leute zu Wort kommen und fragen nach, warum man diese Firmen einfach so weitermachen lässt, unabhängig davon, dass sie zeitlich begrenzt große Arbeitgeber sind, und schauen und hören Sie also genau hin, wie der Alltag in einer Stadt wie Chemnitz bei solchen Firmen sein kann. In diesem Gebäude hinter mir habe ich im Dezember 2010 ein unmoralisches Angebot erhalten. Damals war ich in dieser Firma nur über Zeitarbeit beschäftigt und sollte dann fest angestellt werden, allerdings nur befristet. Dieses Unternehmen arbeitet in der Telekommunikationsbranche und ist eine Tochterfirma eines großen Buchhandels. Ein Dienstleister, letztlich wie all die Gesellschaften, die wir heute vorstellen. Damals war ich zwar schon erfahren genug, aber mit 22 auch noch zu jung und zu naiv, um den Irrsinn Glauben zu schenken und mich blenden zu lassen. Aber wie mir erging und ergeht es vielen in diesem Alter, bei dieser und den anderen Firmen. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, was sich dort abspielt, um die Leute zu einer Festanstellung zu bringen, haben wir diesen Dialog bei meiner Vertragsunterzeichnung nachgesprochen. Es freut mich, dass Sie mir das Angebot machen. Sie sind für unsere Firma unerlässlich mit all Ihren Fähigkeiten und Talenten. Ja, ich hoffe, ich werde diese auch einsetzen dürfen und mich profilieren können. Herr Schneider, auf lange Sicht hin sehe ich bei Ihnen sehr viel Potenzial. Ich unterzeichnete also diesen Vertrag, ohne zu wissen, was für Nachteile mir das am Ende bringen würde. Meine Festanstellung sollte also ab dem Februar 2011 erfolgen. Jetzt schauen wir uns noch einmal die Situation generell an, wie denn der Dienstweg in dieser Firma damals war bzw. heute noch gegliedert ist. Sie haben also den Standortleiter. Diesem unterstellt sind die Personalchefs und die Gruppenleiter. Die Gruppenleiter wiederum haben die Oberhand gegenüber den Teamleitern, welche eigentlich ihr Team betreuen sollten, aber tatsächlich ständig mit anderen Dingen beschäftigt werden
und somit sich nicht unbedingt immer um das Team kümmern können. In meinem Fall hatte dies dazu geführt, dass mein Team ungefähr alle 2 Monate einen neuen Teamleiter bekam. Um es für mich persönlich zu konkretisieren, ich wurde ab meiner Festanstellung im Februar zu einem sogenannten Ansprechpartner für Fachthemen gewählt. Da ich mich gut in der Materie einfinden konnte und das als eine Möglichkeit sah, anderen zu helfen, nahm ich das an. Bald aber wurden aus dieser Tätigkeit 2, dann 3. Im Grunde genommen hatte ich mich ungefähr 2 Monate vor meiner Kündigung um fast alle Sonderaufgaben des Themenbereichs zu kümmern, die Mitarbeiter auf neue Fachthemen vorzubereiten und gleichzeitig letztlich, da ich die einzige Konstante im Team war, auch eine Art Ersatzteamleiter zu spielen. Und das ganz ohne eine Veränderung in meinem Arbeitsvertrag oder höhere Gehaltsansprüche bekommen zu können. Viel schlimmer auch noch, dass in meinem Arbeitszeugnis am Ende überhaupt nicht die Rede davon war, was ich denn in dieser Zeit überhaupt getan hatte. Worauf ich aber hinaus will, ist zu zeigen, wie sich Leute um 180 Grad drehen können. Schauen Sie selbst. Es stand nun wieder einmal an, dass unser derzeitiger Teamleiter unser Team verlassen sollte. Und es gab intern die Möglichkeit, sich auf diesen Posten zu bewerben. Der Logik zufolge und auch der Meinung des Teams wäre die einfachste Wahl gewesen, mich gleich auf den Teamleiterposten zu setzen. Ich sollte jedenfalls auf meine interne Bewerbung hin dann zum Personalchef kommen, wo auch schon der Gruppenleiter mit saß. Und nun hören Sie sich folgende nachgesprochene Szene an. Also Herr Schneider, wir sind in Übereinkunft gekommen, dass wir Sie nicht für einen Teamleiterposten berücksichtigen können. Puh, und gibt es für diese Ablehnung spezielle Gründe? Ja, wir sehen bei Ihnen kein Potenzial und auch keine Führungsqualitäten. Ich war im Übrigen nicht der Einzige, dem dies passiert ist. Und man merkt im Übrigen, dass dort versucht wird, die Mitarbeiter in eine Ecke zu drängen. Und diese zwar zu Verbesserungsvorschlägen zu animieren, aber diese Vorschläge dann einfach nur knallhart zu übernehmen oder zu überarbeiten. Außerdem wurde hier natürlich auch systematisch gemobbt und einige Mitarbeiter waren sogar mit den Teamleitern zusammen, welche dann auch immer natürlich dafür gesorgt haben, dass diejenigen Mitarbeiter dann unter anderem bei Fehlzeiten nicht schlecht dastanden. Der Betrieb hier besitzt im Übrigen auch einen Betriebsrat. Dennoch bleiben enorm viele soziale Punkte auf der Strecke, auch wenn sich der Betriebsrat gerne einredet, dass dem nicht so ist. Gemerkt hat man das damals, als ich aus der Firma ausscheiden wollte und gekündigt habe und mir mit meiner Intrige fast das Leben genommen wurde. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie bekommen abends fast vor dem Schlafengehen Besuch von der Kriminalpolizei. Vorwurf Bedrohung. Nun, was war passiert? Eine missgedeutete E-Mail mit eigentlich bekannten Ausgang für den Teamleiter wurde so aufgefasst, als wäre ich eine Gefahr und würde Amok laufen wollen, weil ich nicht als Teamleiter berücksichtigt worden bin. Und was wurde gemacht, um das zu untermalen? Nun, das typische Intrigenmuster. Man nehme ein paar E-Mails, die alle gänzlich nicht miteinander in Zusammenhang stehen, füge noch ein Foto hinzu, auf dem man selber nicht mal zu sehen ist, und gibt das Ganze unter Todesangst zu Protokoll bei der Polizei. Ich wurde also mitgenommen von diesen Herren und aufs Revier geführt, wo ich eine umfangreiche, positive Aussage gemacht habe. Selbst der aufnehmende Polizist meinte, dass diese Anschuldigung nach meinen Aussagen her wohl sehr haltlos und irrsinnig sind. Denn Punkt 1. Der Teamleiter war eingeweiht in diese Kostümaktion an meinem letzten Arbeitstag. Punkt 2. Standen die E-Mails alle nicht im Zusammenhang und wurden zudem noch zugeführt von der Mitarbeiterin, welche mit dem Teamleiter zusammen war. Und Punkt 3. Das auf dem Foto war ja noch nicht mal ich selber gewesen. Und dieses Unternehmen macht auch einfach so weiter. Da werden junge Leute von der Straße weg von einem sogenannten Recruiter, also einer einzelnen Person,
die ungefähr 30 ist und in einem weißen Hemd rumläuft, angeworben, um dort für diesen angedachten Mindestlohn tätig zu sein. Und natürlich werden da all diese Schauerlichkeiten komplett überspielt und der Betrieb als sehr toll dargestellt, indem der Recruiter einem Zahlen vorlegt, wie viel Reingewinn denn die Firma insgesamt im letzten Jahr getätigt hat und so weiter und so fort. Nur wenige können den Mut aufbringen und dieses Angebot ablehnen. Leider, da viele junge Menschen letztlich keine andere Wahl haben und dann in solchen fast schon Irrenanstalten landen müssen, um in einem niedrigen Job zu versauern. Nicht ganz so schlimm war es während meiner Dienstzeit hier, aber im Endeffekt nicht anders erging es mir bei dieser Firma. Dieses Unternehmen ist im Strom- und Gasanbieterbereich tätig. Auch hier wird systematisch gemobbt und die Leute in eine Richtung gedrillt. Sie müssen sich vorstellen, wie dieser Betrieb aufgezogen wurde. Aus einem kleinen Büro irgendwo in Norddeutschland ausgehend, von einer Handvoll Programmierer, die grundsätzlich keine Ahnung von einem großen Dienstleistungsunternehmen hatten. Ich erinnere mich noch genau an diese Einschulungsrunden in diesem Betrieb. Vollkommen irrsinnig und immer nur für ein bis zwei Leute. Mit so einer geringen Anzahl ist so eine Schulung ja eigentlich nicht durchzuführen. Ganz zu schweigen davon, dass durch diese einzige soziale Person diese Schulung auch durchgeführt worden ist. Und dazu kommt noch, dass man innerhalb einer Woche bereits an den PCs mitsitzen sollte und mitarbeiten sollte, obwohl die Themen und die Handhabung der Programme enorm komplex waren. Die Mitarbeiter selber werden aber wie üblich nach Leistung bezahlt und werden daher auch unter enormen Druck gesetzt, sodass man als Neuling kaum eine Chance hat, sich dort einfinden oder gar großartig Fragen stellen zu können. Das Ganze geht dann noch so weit, dass Teamleiter, die sich doch mehr um die Neulinge oder generell die Mitarbeiter kümmern und schon eine lange Zeit als Teamleiter tätig waren, einfach ausgetauscht werden. Wiederum von einem Neuling, jemanden, der von der Straße weg angeworben wurde und keine Führungserfahrung bisher hatte. Auch wenn dies auf Nachfrage verneint wird und angeblich den Mitarbeitern Ruhe und macht euch keine Gedanken vorgeredet wird, es bleibt ein offenes Geheimnis, wieder nur auf einen niedrigen Grundlohn zurückzufallen und die Leistungszulage zu verlieren. In diesem Betrieb gibt es immer noch keinen Betriebsrat und auch hier wird einem oft übel mitgespielt. Leute wie ich, die sich kritisch zu gewissen Dingen äußern, die dort in der Firma laufen, werden sogar im Nachhinein noch versucht, zum Schweigen zu bringen. Eine Zeit lang war es dort nicht möglich, seine persönlichen Gegenstände nahe bei sich zu haben. Und wer unachtsam ist oder einfach Vertrauen in ein Unternehmen und die Mitarbeiter schenkt, wird wohl auch trotzdem seine Brieftasche in der Jacke lassen und diese dann zu den anderen an den Haken hängen. Nun könnte man mir persönlich Fahrlässigkeit vorwerfen, dass ich das getan habe. Fakt ist aber, dass man mir an dieser Firma meinen Ausweis kopiert haben muss, um damit bei Banken Kredite zu bekommen. Alles im Rahmen der Duldung oder sogar Mittäterschaft einiger Mitarbeiter in dieser Firma. Irre Idee, aber letztlich bin ich derjenige, der jetzt beschuldigt wird, um einen großen Betrug begangen zu haben, damit man mich hinter Gitter bekommt und ich somit nicht mehr über Missstände und Probleme berichten kann. Aber wie Sie sehen, bin ich noch hier und ich bleibe hier, denn die Vorwürfe sind haltlos und die Wahrheit zu sagen, ist keine Straftat. Um Ihnen mal die Dimensionen des Arbeitswegs zu verdeutlichen, sind wir jetzt in den Norden von Chemnitz gereist. Im vorhergehenden Fall waren wir ja sehr weit in der Innenstadt. Das heißt, wenn Sie von einer Firma zur anderen wechseln wollen, dann kann es vorkommen, Sie landen hier. Angeblich soll diese Firma ja auch eine gute Anbindung zum öffentlichen Personennahverkehr haben. Aber trotzdem kommt man auch hier nicht drum herum, mit einem eigenen Fahrzeug anzureisen.
Dieser Betrieb ist das Ideale für all diejenigen, die sich gerne am Fließband stellen und Tag für Tag ein und dieselbe Handbewegung machen wollen und dafür auch noch pro Stück bezahlt werden wollen. Auch hier gilt Schichtdienst, nicht sehr passende Bezahlung und Dienst nach Vorschrift. Geworben wird im Übrigen wieder mit dem, was nicht der Realität entspricht, und auch viel über Zeitarbeitsfirmen, wo man zuerst nicht herauserkennt, um wen es sich als Kunden handelt. Da kommen Leitbegriffe zum Ausdruck wie gutbürgerlich, mehrere tausend Handelspartner und Reseller oder der Mensch im Mittelpunkt. Klar ist er Mittelpunkt, denn wenn man auf die Website dieser Firma schaut, findet man da auch schon Ansätze für das, wie es wirklich abgeht. Angeblich eine sogenannte flache Hierarchie, aber geschrieben wird, dass es wie in einem Orchester wäre. Das wird uns auch von ehemaligen Mitarbeitern berichtet, die lediglich ihre eintönige, langweilige und teils fast verdummende Arbeit machen mussten, ohne irgendwelche Möglichkeiten der Individualität zu haben. Wäre das ein Betrieb in China, würde man sicherlich alles als normal ansehen. Aber dieser Betrieb steht mitten in Deutschland. Und dann wird immer wieder von Fachkräftemangel geredet und der Jugend bzw. jungen Menschen, die angeblich keine Lust haben. Und es geht weniger um Lust als um die Vorstellung, was man als Beruf machen möchte. Und es gibt sicherlich nicht sehr viele, die sich eine Zukunft in einer Art Irrenanstalt vorstellen können, wo sie Jahre oder gar Jahrzehnte lang ein und dieselbe Tätigkeit ausführen sollen, ohne dabei nach der Meinung zur Verbesserung, Verschnellerung oder gar Rotation der Aufgaben gefragt zu werden. Oder selbst wenn, dass diese Anfragen abgeschmettert werden und teilweise mit "Sie machen das so" und nicht anders kommentiert werden. Und somit natürlich die Kompetenz, der Respekt und auch die Innovationsfähigkeit des Mitarbeiters, wenn nicht gar auch noch die Motivation und Würde des Menschen, der einem den Vorschlag gerade gemacht hat, angetastet, verletzt oder gar zunichte gemacht werden. Auch wenn sich diese Firma nach außen hin gerne als sozial und mitarbeiterfreundlich darstellt, nach unseren Recherchen und dem, was uns zugetragen wird, ist genau das Gegenteil der Fall. Auch hier wird man am Ende gezeichnet sein und froh sein, nie wieder in diesem Betrieb arbeiten zu müssen. Wir können nur hoffen, dass durch den Einsatz eines Betriebsrates die soziale Situation in diesem Betrieb hier verbessert wird und werden natürlich die nächsten Jahre die Entwicklung der bisherigen vorgestellten Betriebe weiter verfolgen. Aber wer jetzt denkt, das war alles schlimm, was wir bisher gezeigt haben, der wird jetzt eines Besseren belehrt. Es muss keine Abteilung mit einer Menschenmasse sein, in der man fast zum Wahnsinn getrieben wird. In diesem Gebäude bin ich zweimal gelandet, 2010 und 2011. Beide Male wurde mir von der jeweiligen Zeitarbeitsfirma versprochen, es handele sich um eine Tätigkeit für mehrere Monate, was aber komplett nicht der Wahrheit entsprach. Denn es handelte sich immer um Urlaubsvertretung. Vor allem das zweite Mal war die größte Lüge überhaupt. Die Zeitarbeitsfirma sagte 3 Monate, aber am ersten Arbeitstag kam ich hin und der Chef kam zu meinem Arbeitsplatz und sagte, Sie wissen, dass das nur für 1 Monat ist. Nun ja, außerdem lagen auf dem Arbeitsplatz noch die Zettel der Urlaubsvertretung bzw. des zu Vertretenden, welcher seine Urlaubsstunden schon aufgeschrieben hatte. Tja, das ist natürlich alles schlecht. Ich war für diese Krankenkasse vorher bereits 2-mal tätig, nur für die Krankenkasse, in 2 äußeren Stellen in Glauchau und in Stolberg und beide Male aber in einer guten Atmosphäre. Also dachte ich damals, das hier in Chemnitz, das ist nicht viel anders. Aber schlimmer als hier hatte ich es bisher noch nicht erlebt. Zunächst war dieses sogenannte Backoffice auf einer unteren Etage verteilt,
in verschiedenen Räumen. Das war durchaus von Vorteil, denn man hatte nicht ständig den Teamleiter, der, wie Sie auch gleich merken werden, ein Tyrann ist, vor der Nase. Leider währte dieses Glück nur kurz, denn es stand ein Umzug in ein großes Büro 3 Etagen weiter oben bevor. Und man hatte sofort gemerkt, schon beim Beziehen des Arbeitsplatzes, was für ein Klima dort herrschen würde. Können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern? Also an die Zeiten, in denen Sie am liebsten nicht dort auf Ihrer Bank während des Unterrichts sitzen wollten? Hätten Sie gedacht, dass es in einigen Betrieben genauso zugehen könnte? Das hier war und ist genauso ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Ihr Vorgesetzter sitzt ganz vorn an einem Arbeitsplatz, der aussieht wie der Tisch eines Lehrers, und vor ihm, auf Bänken aufgereiht, die Mitarbeiter, wie eine Schulklasse. Gut, meinen Sie jetzt vielleicht, das habe ich alles schon einmal während einer Schulung oder eines Lehrgangs erlebt. Aber das hier ist jeden Tag der Fall. Wenn der Vorgesetzte wenigstens noch freundlich und sozial wäre und man seine Arbeit machen könnte, wie man sie gewohnt ist, dann wäre das natürlich noch akzeptabel. Aber der Chef hier ist das komplette Gegenteil, wie dieses nachgesprochene Beispiel zeigt. Herr Schneider, sagen Sie mal, was habe ich Ihnen denn gesagt, was man alles in den Brief an den Kunden reinschreibt? Können Sie gleich nochmal machen, Herr Schneider. Sie kommen sich davor wie ein Schüler der ersten Klasse, von dem erwartet wird, dass er schon alle Zeitformen kennt, und so geht das ständig weiter. Man muss dazu noch wissen, dass man hier nur eine kurze Einweisung durch den Chef persönlich erhält und soll dann alles können. Auch wie die nächste Szene zeigt, schämt sich der Chef nicht, den Mitarbeiter bloßzustellen, der nach der Einweisung nicht sofort mit dem Multifunktionsgerät klarkommt und dann eigentlich gleich um Hilfe fragen wollte. Vor versammelter Mannschaft, im netten lauten Ton, lässt er Folgendes verlautbaren. Herr Schneider, was machen Sie denn da? Was wollen Sie denn jetzt da machen? Das dorthin faxen. Aber warum legen Sie denn das da auf den manuellen Scanner? Da sind dann wieder nur Fingertatschen drauf. Na, die sollen das Gerät Vorder- und Rückseite einlesen. Erklären Sie mir das mal. Das ist doch nicht das erste Mal, dass Sie mit solchen Geräten arbeiten, oder? Naja, ja schon. Ich versuche das gerade über den automatischen Einzug. Ja, und warum machen Sie das nicht gleich so? Schlimm ist es noch dazu, wenn man, wie im Film gezeigt, man miterleben muss, wie der Chef sozusagen auch zu den anderen Mitarbeitern sich hinwendet und diese dann auch noch anlächelt, während er einem ausschimpft wie ein Kindergartenkind, was gerade in die Hosen gemacht hat. Es soll ja Leute geben, die so etwas mit Humor nehmen, und auch die Kollegen haben zu mir gesagt, der ist immer so und man gewöhnt sich daran. Mir ging es aber dadurch nicht viel besser und auch durch dieses Gehabe litt ich unter Schlafstörungen. Klar hat man mir das angesehen und dadurch kamen eventuell Fehler dazu. Aber die Reaktion des Chefs darauf, die toppte dann noch alles. Aber ich gebe ehrlich zu, dass ich damals bei meinem ersten Einsatz noch zu feige gewesen bin, die Art und Weise des Chefs direkt anzusprechen. Bei meinem zweiten Einsatz habe ich das dann gemeldet, aber damals, 2010, nicht. Schauen Sie also das Gespräch selber einmal an, was wir hier nachgestellt haben. Also Herr Schreiner, ich denke, wir sollten mal gemeinsam unter 4 Augen reden. Ich denke, das ist auch in Ihrem Interesse. Wollen Sie mal mit mir unter 4 Augen reden? Ja. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, Herr Schneider, bei der Menge an Fehlern, die Sie produzieren, würde ich sagen, ich werde beim Herrn Wagner vorschlagen, das Arbeitsverhältnis zu beenden. Sie können froh sein, dass ich inzwischen schon ruhiger geworden bin.
Früher hätte ich das nicht mal eine Woche durchgehen lassen. Was ist denn mit Ihnen los? Wenn Sie ein Problem haben, sagen Sie es doch. Ich habe auch eine Tochter in Ihrem Alter und die erzählt mir auch nicht alles. Naja, ein Freund von mir wollte sich das Leben nehmen. Haben Sie das Ihren Eltern erzählt oder mit denen gesprochen? Nein. Und das geht Ihnen nichts weiter an. Ich bin ja schließlich alt genug. Ja, so wie Sie aussehen. Schauen Sie sich doch mal an. Sie sind ein psychisches Wrack. Und ich denke, da ist es im beiderseitigen Interesse, wenn wir das Arbeitsverhältnis so schnell wie möglich beenden. Klar, die Sache mit dem Freund war gelogen, wegen fehlendem Mut. Aber im Endeffekt ist solches Verhalten von dem Chef schon sehr enorm. Und nun stellen Sie sich vor, Sie haben das ständig. Da muss man schon ganz schön abgestumpft, nicht von der Norm abweichen oder unkündbarer jahrelange Mitarbeiter dieser Firma sein, um von diesem Chef nicht irgendwie was noch anhaben zu können. Ich jedenfalls dachte, ich könnte das dann bei dem zweiten Beschäftigungsverhältnis 2011 einfach ignorieren. Ging aber nicht. Nach 2 Tagen war ich bereit, mich einweisen zu lassen. Zum Glück ist das nicht der Fall gewesen. Ein hinreichend bewegtes Leben, könnte man meinen. Ich würde das Ganze eher als den alltäglichen Wahnsinn bezeichnen, der dort mit Menschen betrieben wird. Fast wie Hühner in einer Legebatterie und das in einer sozialen Gesellschaft und Marktwirtschaft. Nach den ganzen Geschehnissen habe ich auch ehemalige Mitarbeiter darum gebeten, beim Arbeitsamt Meldung zu machen, was ihnen widerfahren ist, und ich selbst habe das natürlich auch getan. Aber getan wurde von Arbeitsamtsseite nichts. Deswegen haben wir beim Chef der Arbeitsagentur nachgefragt, warum so wenig den Berichten und Meldungen nachgegangen wird und warum nicht eventuelle Sanktionen oder gar Ansprüche verhängt werden. Hier also das Ergebnis. Eigentlich wollten wir Ihnen an dieser Stelle ein Interview mit dem Chef der Arbeitsagentur Chemnitz zeigen, sowie ein kurzes Interview mit Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig. Leider wurde auf unsere Anfragen hin keine Reaktion gezeigt. Wir waren auch persönlich in der Arbeitsagentur und im Rathaus und haben nachgefragt, aber bekamen keine Antwort oder wurden nur auf "Nehmen Sie sich einen Termin" zurückgewiesen. Ich denke, nach diesen Interviews ist es deutlich, das lässt sich wieder nur wir selbst uns aufrappeln und handeln müssen. Nicht indem wir die Firmen anzünden oder ähnliches, sondern wir müssen die Leute vor diesen Betrieben warnen und zusehen, dass wir für unsere Jugend Alternativen schaffen, die nicht in einem vorher festgelegten Jobraster liegen. Die Individualität, die Fähigkeiten und vor allem das Wissen und die Talente einer Person machen diesen Menschen unverwechselbar. Und sind die Eigenschaften, die für einen Arbeitgeber zählen sollten und nicht irgendein Zertifikat, was man sich am Ende sogar noch erkaufen könnte. Die Chefs müssen wieder lernen, zuerst ihre Mitarbeiter zu respektieren, um dann selbst Respekt erwarten zu können. Zu oft wird es als selbstverständlich angesehen, dass der Vorgesetzte eine Autorität ist. Das ist ja sicher, jedoch sollte man jedem Mitarbeiter seine eigene Autorität lassen. Diese eigene Autorität legt die Identität einer Person fest. Und wenn man ihr diese Autorität nimmt, dann nimmt man ihr auch die Identität. Denken Sie daran und wehren Sie sich als Arbeitnehmer gegen falsche Versprechungen, Respektlosigkeit und fehlende Wertschätzung. Und Sie als Arbeitgeber denken daran, ein Mitarbeiter ist keine Zahl, sondern ein Mensch mit sozialen Eigenschaften und einer ganz speziellen Identität, die es zu würdigen gilt, Tag für Tag, auch wenn es schwerfällt. Ich hoffe, unsere Sendung war für Sie lehrreich und würde mich freuen, wenn Sie bei unserer nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Also heben Sie nicht ab und bleiben Sie auf dem Teppich.
auf ein neues Avaro und Neckemann.